security researcher at Lookout. He's been doing this about 10 years. He spent a lot of time in obfuscation, exploit development, security research. Previous Black Hat speaker. Der hat viel Zeit currently focused on mobile security research. Mobiler Sicherheit verbracht, hat auch an der Black Hat schon einen Vortrag gehalten. Und er wird über Pegasus heute reden. Und jetzt, Max, bitte. Ja, hallo zusammen. Also, ich heiße Max Basali und wir reden heute über die Interna von Pegasus. Ich komme aus Kiew, der Ukraine, und ich arbeite als Sicherheitsforscher bei Lookout und ich habe die letzten Jahre mich um Jailbreak-Techniken gekümmert und wir haben uns über, also haben diverse iOS-Jailbreaks bearbeitet. Und was ist jetzt Pegasus? Pegasus ist eine hochqualitative Spionagesoftware. Die kann komplett ein Gerät überwachen, kann alles Daten stehlen, das Mikrofon aus der Ferne aktivieren, die Kamera aktivieren, ohne dass man das an dem Gerät ablesen könnte. Also, damit Pegasus funktioniert, muss es das Device erst jailbreaken. Also, weil iOS normalerweise verhindert, dass Programme den Nutzer ausspionieren. Das heißt, wir brauchen eine komplette Exploit-Chain. Wir müssen also Root-Rechte auf dem Gerät übernehmen. Und zwar so, dass wir die auf jedem Device benutzen können. Hier gibt es eine angsteinflößende Liste von Apps, auch die, die wir für sehr sicher halten, wie Telegram, WhatsApp und Viber. Und ich bin ziemlich sicher, dass ihr euren Lieblingsmessenger in dieser Liste finden könnt. Und bevor wir uns da jetzt die technischen Details angucken, möchte ich zuerst mal darüber reden, wie wir an Pegasus, eine Kopie von Pegasus kommen. Also Ahmed Mansour ist ein Menschenrechtsverteidiger. Und er hat den Award gekriegt, den man manchmal den Nobelpreis für Menschenrechte nennt. Und dieses Jahr hat Ahmed eine Nachricht bekommen, dass jemand in einem Staatsgefängnis, also jemand ist in einem Gefängnis, und er hat eine weitere Nachricht bekommen am nächsten Tag, aber er wurde vorher von Hacking Team angegriffen und von Gamma, also Finn Fischer, 2011. Und jetzt hat er also Citizen Lab kontaktiert, weil er und hat diesen Link weitergeschickt, damit Citizen Lab sich das angucken kann. Und wir bekommen also dieses Sample, also diese Datei zugeschickt. Und es ging also zuerst mal jetzt um den technischen Teil. So in order to work, also damit es funktioniert, verlässt sich Pegasus auf eine Exploit-Chain, also auf eine Reihe von Dingen, um den Exploit durchzuführen. Und als erstes geht es um eine Speicherkorruption. Und daraufhin springt es in eine zweite Stufe und benutzt zwei verschiedene Techniken, um den Kernel zu kompromittieren. Und das eine ist, um die Adressrandomisierung zu besiegen und den zweiten dann, um tatsächlich Code auszuführen im Kernel. Und in der dritten Stufe installiert es dann einen speziellen Trick, um auf Dauer auf dem Gerät gespeichert zu bleiben. Die erste Stufe, das ist, wie gesagt, eine Spear-Phishing-URL, die nur einmal benutzt wird. Da ist JavaScript enthalten, was verschleiert ist. Und das prüft zuerst, ob es mit dem Gerät kompatibel ist, also iPhone 32 oder 64-Bit und Prozessortyp und besorgt sich dann die richtige Version von dem Code, den er dann ausführt. Und am Ende wird dann die Code-Execution in einem WebKit-Frame, also für einen Webbrowser, ausgeführt. Also was ist der Hintergrund von diesem Sicherheitsproblem? Es kann dazu führen, dass man, wenn man eine Webseite aufruft, direkt Code ausgeführt wird. Und das Problem ist in einem Puffer, das es geht um benutzerdefinierte Eigenschaften, die also an ein Objekt drangehängt werden. Und das hat ein paar Argumente und diese
Also Objekte können eine Beschreibung haben, also ein, und mit dieser Beschreibung kann man dann Eigenschaften modifizieren oder anschauen. Und also es, diese Deskriptoren werden an einen Vektor angehängt. Und damit die nicht alt werden, muss man dafür sorgen, dass sie nicht vom Speicher automatisch aufgeräumt werden, vom Garbage Collector. Und man kann diesen Puffer benutzen, um Objekte daran zu hindern, aufgeräumt zu werden vom Garbage Collector. The define of property associate each of the user supplied property with a target object. Nachdem also der Garbage Collector informiert wurde, dass das nicht gelöscht werden musste, wie geht's dann weiter? Wenn Property aufgerufen wird, kann man im Prinzip als Eigenschaft jedes beliebige benutzerdefinierte JavaScript-Objekt verwenden. Und wenn während das geschehen wird, Garbage Collection ausgelöst wird, dann werden alle nicht markierten Objekte entfernt. Gehen wir also noch ein bisschen weiter in die Details für diesen Markierungsbuffer und den Garbage Collector. Der Garbage Collector ist dafür verantwortlich, Objekte zu löschen, wenn sie nicht mehr verwendet werden. Das läuft in zufälligen Intervallen und wenn immer zu viel Speicher verwendet wird oder wenn mehr Speicher benötigt wird. Wenn das Garbage Collection testet, ob das Objekt wirklich gelöscht zu werden testet, ist, ob das Objekt von irgendwo referenziert wird. Dafür packt es die alle in eine Liste. Und in diesem Fall wird eine spezielle Liste verwendet, die nennt sich Slow Append, langsames Anhängen. Wenn der Wert also diesen Markierungs Puffer angehängt wird, dann wird das Objekt vom Stack, wo es vorher gespeichert wird, auf den Heap umgeschoben. Deswegen dieses langsame Anhängen, damit es nachher auf dem Heap verfügbar bleibt. Slow Append verschiebt also Puffer vom Stack auf den Heap und dann sind sie nicht mehr automatisch von der Garbage Collection ausgenommen und damit, um sicherzustellen, dass sie nicht gelöscht werden, müssen sie nach einer speziellen Liste, müssen sie den Heap-Kontext hinzugefügt werden. Slow Append versucht also, diesen Kontext hinzuzufügen und das Objekt der markierten Liste hinzuzufügen. Hier gibt es jetzt das Problem, weil wenn der Heap-Kontext angefragt wird, der kann nur für komplexe Objekte angefragt werden. Also nicht für primitive Objekte wie Integers oder Wahrheitswerte oder dergleichen. Für die kann man keinen Heap-Kontext anfragen, die werden nicht markiert. Und es gibt jetzt einen Bug in diesem Slow Append. Wenn also jetzt der Puffer verschoben wird vom Stack-Speicher auf den Heap-Speicher und eine der Eigenschaften, die gesetzt wird, ist eine simple Eigenschaft, die nicht beschützt werden muss, dann wird die nächste Eigenschaft ebenfalls nicht beschützt, obwohl sie vielleicht beschützt werden müsste, weil sie ein komplexes Objekt ist. Und das ist der Bug. Das heißt also, in Wirklichkeit gibt es nachher die Referenz auf das JavaScript-Objekt noch. Wenn also in einem Aufruf von diesem Define Property das aufgerufen wird, dann wird eventuell die letzte Referenz auf das Objekt dadurch gelöscht. Dann wird das Objekt gelöscht, obwohl es eigentlich noch von der Property verwendet wird. Und das können wir ausnutzen. Wenn wir also hier uns das Objekt anschauen, was wir eigentlich anschauen, da gibt es ein Objekt, das hat 12 Deskriptoren, die ersten 9 davon sind alle 0. Und wenn jetzt der 9. Wert hinzugefügt wird, dann wird das Slow Append ausgelöst wird und der Puffer wird vom Stack auf den Heap verschoben. Und die nächsten Werte, das ist die Länge und wie viele Objekte belegt werden oder dergleichen, die werden dann nicht in den Merksatz hinzugefügt. Das ist der Fehler. Wenn wir jetzt also die Markierung hinzufügen auf der Längeneigenschaft, dann wird diese, wir haben als Länge hier NotNumber hinzugefügt, das ist noch keine Zahl, die muss jetzt konvertiert werden. Dafür wird eine Funktion aufgerufen. In dieser Funktion erzwingen wir es, dass der Garbage Collector aufgerufen wird, indem wir ein riesiges Array anlegen, was wiederum dann dazu führt, dass das alte Objekt, was jetzt inkorrekterweise nicht beschützt wurde, nicht
was wird freigegeben. Und wir haben auch noch eine Referenz darauf. Wir können das in diesem Objekt jetzt herumschreiben, obwohl es nicht, nicht mehr verwendet wird. Und auf die Art und Weise können wir dann tatsächlich im Endeffekt Code ausführen. Die zweite Stufe ist jetzt wie der eigentliche Code, der jetzt hier mit der ausgelöst wird mit den komprimierten Daten. Der wird jetzt den Kernel angreifen, jetzt wo wir Code ausgeführt haben. Um dann die finale und dritte Stufe, nämlich das Herunterladen des eigentlichen Systems zu machen. Dafür haben wir hier die Sicherheitslücke, die ausgenutzt wird, ist der CVE 4655. Der nutzt aus, dass die Konstruktoren für ein Kernel-Objekt nicht korrekt prüft, ob die Grenzen eingefügt, ob die eingehalten werden. Und sorgt im Endeffekt dafür, dass die Sandbox umgangen werden kann, weil die Grenzen nicht überprüft werden. Es geht hier um die Funktion OS-Unserialize-Binary, die also Binärdaten deserialisiert. Die unterstützt diverse verschiedene Containertypen, Mengen oder Zuweisungslisten oder Arrays. Und wenn man hier sieht, zwei Objekte übergeben, der Werte und die Länge. Und es gibt keine Kontrolle der Längeneigenschaft hier. Das heißt, wir können jetzt die Länge des Objektes kontrollieren. Warum ist das ein Problem? Naja, also das hier ist der Konstruktor von OS Number Init. Und wie wir sehen, wird die Längeneigenschaft hier verwendet als New Number of Bits und überschreibt die Größe Size. Das Problem ist, dass Size in anderen Methoden verwendet wird, um festzustellen, wie groß dieses Objekt ist. Number of Bytes des Objekts. Was heißt, dass diese Angabe Number of Bytes jetzt komplett vom Objekt, vom Angreifer kontrolliert wird, was wirklich schlecht ist, weil das nämlich dann später hier verwendet wird, um, wenn das Objekt kopiert wird, festzustellen, wie viel dort kopiert werden muss. Und das ist jetzt leider ein Puffer, der auf dem Stack liegt. Was also jetzt passiert, ist, dass jetzt Speicher kopiert wird vom Kernel-Stack auf den Heap mit der vom Angreifer kontrollierten Länge. Wir können also jetzt festlegen, wie viele Bytes vom Kernel-Stack ins Usernet kopiert werden. Das ist, was passiert. Das Erste, was es also macht, ist, es erzeugt ein Array von Eigenschaften, ein Dictionary, eine Zuweisungsliste mit dieser OS-Name, mit diesem speziellen Typ, mit einer sehr großen Länge, in diesem Fall 256. Dann müssen wir einen Client auf der Nutzerseite starten, der das OS-Number-Objekt deserialisiert und im Kernel erzeugt. Und jetzt müssen wir es lesen mit diesem iOS-Entry-Get-Property, was dazu führt, dass die 256 Bytes vom Kernel-Stack jetzt kopiert werden. Und dieser Stack enthält Pointer auf die Kernel-Datenstrukturen und auf die Art und Weise können wir ermitteln, an welcher Adresse der Kernel anfängt im Speicher. Ja, und damit können wir jetzt endlich im Kernel Code ausführen. Das Problem ist, dass das setAddIndex-Makro nicht wirklich ein Objekt benutzt. Und das können wir benutzen, um diese OS-Unserialize-Binary-Funktion aufzurufen. Also es ist eine Funktion, die parst und deserialisiert Objekte für den Kernel. Und das Interessante daran ist, dass es auch K-IO-Serialize-Objekte unterstützt. Das heißt, wir können auch eine Referenz auf ein anderes Objekt erzeugen. Und das wird also sehr praktisch werden gleich. Denn also serialisieren und parsen, da werden immer wir benutzen dieses setAddIndex, um da einfach ein Array zu erzeugen, ohne dieses Objekt zu besitzen. Und das ist schlecht, denn der nächste Code, was jetzt passiert ist, dass der Object Pointer released wird, also freigegeben wird. Das heißt, wir haben immer noch ein Objekt, so ein Objects Array, und wir haben jetzt einfach eins der Objekte freigegeben, aber es gibt immer noch den Pointer darauf. Und wenn wir jetzt eine Referenz also auf dieses Objekt erzeugen können, dann können wir den Kernel exploiten. Und das ist möglich, weil wir diese
Referenz noch haben auf ein Objekt, was schon freigegeben wurde. Und so sieht dann der Exploit aus. Also zuerst erzeugen wir so ein Objekt, das einen String erzeugt, der gleich weitergegeben wird. Und da sollen wir jetzt unser, also unser Objekt soll jetzt in denselben Bereich im Speicher passen. Das heißt, in unserem Beispiel haben wir 32 Bytes, das heißt, wir brauchen auch diese Größe. Und dafür ist OS-Data der optimale Kandidat, denn wir können die Größe von diesem Objekt genau kontrollieren. Und was wir jetzt machen können, ist, wir erzeugen jetzt einfach so einen String mit einem falschen mit einer falschen Tabelle, die irgendwie auf eine Funktion im Kernel zeigt. Das heißt, also OS String wird deserialisiert, wir erzeugen ein neues Objekt, das ein OS-Data-Puffer ist, was auf denselben Bereich im Speicher zeigt und wir benutzen es einfach nur anders. Das heißt, jetzt haben wir Use After Free benutzt und jetzt benutzt Pegasus verschiedene Security-Checks, zum Beispiel SetUID KPP, um zusätzliche Rechte zu kriegen. Und letztendlich wird dann auch die Systempartition schreib- und lesbar gemacht, sodass man dann für die nächste Stufe auch einen Loader runterladen und speichern kann. Die nächste Stufe enthält dann die eigentliche Spionagesoftware, die benutzt wird, um SMS zu lesen, Anrufe, persönliche Daten, all das. Also es gibt drei Gruppen. Die eine Gruppe ist die Prozessgruppe, da sind hauptsächlich also Dienste, die Dinge abhorchen, also das SIP-Protokoll, um mit dem Command-and-Control-Server zu reden und so weiter. Und die andere interessante Gruppe sind die DILIBs, also die dynamischen Bibliotheken. Die wird LibData umbenannt und die wird dann benutzt, um Cydia in Prozesse direkt zu injizieren. Also es wird dann benutzt, um direkt in dem Programm Funktionsaufrufe zu platzieren. Und die letzte Gruppe sind andere Gruppen, also insbesondere das JavaScript, das auch Code enthalten kann, um das unsignierten Code ausführen kann. Und das schauen wir uns als nächstes an. Also der Bug dazu, der existiert in dem JSC-Binary, das ist ein Hilfsprogramm, was von JavaScript benutzt wird. Und das kann eben zur Ausführung von unsigniertem Code führen. Und mit dem RT-Buddy-Trick kann man es benutzen, um dauerhaft auf dem Programm, auf dem Gerät Code-Ausführung zu bekommen. Und es liegt an einem, es kann Gott sei Dank nur aus dem Kontext von JavaScript-Programmen ausgeführt werden. Und was ist jetzt das Problem? Es benutzt so ein Delegate-Problem, also wie bei C++ ein Getter-Setter. Und die so eine Funktion, die da gibt's, das kriegt als erstes Argument so eine Funktion und als zweite dann die Funktion, die dann gesetzt wird als der Getter. Das heißt, wir rufen dieses setDelegate auf und dieses Ding benutzt set auf und das ruft an setEarlyValue auf. Und hier ist das Problem, es gibt hier keine Prüfung, dass das Objekt tatsächlich auch, also tatsächlich auch ein Setter oder Getter ist. Das heißt, wenn irgendein anderes Objekttyp hier reingegeben wird, dann wird das fälschlicherweise gecastet auf so einen Setter oder Getter. Und wir sehen hier zum Beispiel, also es hat nicht kein echtes Objekttyp und wozu das führt ist, wenn wir hier dieselbe Funktion und wir kompilieren sie mal in IDA Pro, das heißt bei uns ist der Getter ist einfach nur eine Variable und der Delegate ist dieses Objekt. Und jetzt sehen wir, dass der Zeiger, der kann ein beliebiger anderer Typ sein. Also wenn wir hier zum Beispiel so eine Klasse schreiben, so eine JS-Buffer-View, die eigentlich nur
hier so Objekte enthält, dann wird das M-Vektor-Objekt überschrieben mit so einem Zeiger. Und das kann dazu führen, dass wir Schreib-Lese-Zugriff bekommen. Also wir haben hier zwei Data Views, die nennen wir Data View 1 und Data View 2. Und wir überschreiben jetzt hier dieses M-Vektor mit einem Zeiger auf das zweite Data View. Und wir können jetzt gleich Felder in diesem Objekt überschreiben. Warum brauchen wir das eigentlich? Wir können den zweiten Datenview benutzen, um den in das gesamte Speicher einzublenden, indem wir 4 GB den in the case of 32-bit process and set type as fast array type. So basically second data view now it's mapped into entire process space. Im Endeffekt bekommen wir auf die Art und Weise Zugriff auf den kompletten Speicher des Prozesses über diese beiden Views. Eine von den beiden mappt einfach den kompletten Prozessspeicher von 0 bis 32 Bit 4 GB. Außerdem können wir das nicht nur verwenden, um den ganzen Speicher zu mappen oder lesen und zu schreiben. Wir können sogar Code ausführen. Dafür rufen wir diese setImpureGetter-Methode zweimal auf und verwenden sie, um die Adresse einer Objektes herauszufinden. Und wir setzen dann dort eine Methode, die hunderte von leeren Try-Catch-Blöcken hat. Und wir kompilieren die, und was dann passiert ist, dass dann jede Menge von diesen les- und schreibbaren Speicherbereichen angelegt werden. Und der Just-in-Time-Compiler im Endeffekt legt all diese Regionen an, und wir können dann dort hereinspringen und tatsächlich auch Code ausführen. Zum Abschluss gucken wir jetzt noch an, wie wir dafür sorgen, dass wir Persistenz erreichen, dass also der Exploit auch auf dem System nach einem Neustart bestehen bleibt. Dafür verwenden wir diesen RTBuddy Service mit dem speziellen Argument Early Boot. Was da im Wesentlichen passiert ist, wir nehmen irgendeine von Apple signierte Binary und nennen sie RTBuddy, und dann wird die gestartet. Wir nehmen also hier die JSC Binary, das ist der JavaScript Interpreter, nennen sie RTBuddy, die ist signiert, wird beim Starten ausgeführt, und wir geben ihm dann als JavaScript-Code diesen anfälligen, bösartigen JavaScript-Code, der dann im Endeffekt dazu führt, dass beliebiger Code ausgeführt wird. Auf die Art und Weise wird also der Kernel-Exploit bei jedem Start des Geräts nochmal neu ausgeführt. Es gibt noch ein paar Tricks, die Pegasus verwendet, damit es schwieriger ist herauszukriegen, was da eigentlich los ist. Zum Beispiel sind das Einmal-Links, die werden also, wenn sie einmal verwendet werden, werden sie ungültig und können dann verwenden auf Google oder dergleichen. Also nicht mehr nachvollziehen, was passiert ist. Es verschleiert die Objekte jedes Mal neu, wenn es neu verwendet wird. Es verschleiert sich selbst, damit es aussieht wie eine Systemkomponente. Natürlich blockiert es das Updates von iOS selbst, damit man nicht also Betriebssystem-Updates installiert, damit alles wieder korrigiert wird. Um also Beweise wieder loszuwerden, werden die Caches und der Verlauf vom Safari gelöscht. Es hat außerdem einen Selbstzerstörungsmechanismus, der aus der Ferne oder mit einem Timeout, mit einem Zeitgeber ausgelöst werden kann. Zusätzlich, also über diese lange Liste von unterstützten Anwendungen hinaus, kann es außerdem die Mikrofon und Kamera zugreifen, kann auf die SIM-Karte zugreifen und dort Positionierungsdaten machen oder auch via GPS oder Wi-Fi noch weitere persönliche Daten ermitteln. Wie kommt es jetzt in die Anwendungen rein? Wie gesagt, iOS hat ja eine Sandbox, die Anwendung voneinander isoliert. Aber Pegasus kann da aus dem Kernel heraus eingreifen und einige kritische Funktionen überschreiben. Dafür wird das System Cydia Substrat verwendet. Das funktioniert auf einer hohen Ebene ungefähr so. Auf der Anwendungsebene werden einige wichtige Funktionen der Anwendung und auch des Sandboxing-Frameworks von Pegasus abgegriffen, und Pegasus kann kontrollieren, was diese Funktionen tun, und kann damit Kontrolle über die Anwendung übernehmen. Um das zusammenzufassen, Pegasus ist ein aus der Ferne verwendbarer Jailbreak, der wirklich auch in der Praxis eingesetzt wird. Das ist deswegen besonders furchteinflößend, weil überhaupt keine Nutzerinteraktion erforderlich ist. Das ist schon einige Jahre her, dass wir das zum letzten Mal gesehen haben. In diesem Fall wurden drei unabhängig voneinander kritische Sicherheitslücken benutzt, um diesen JPEG auszuführen. Ich bin besonders dankbar
für Citizen Lab, das uns dabei geholfen hat, ein Sample der Malware zu bekommen, dass wir uns analysieren können, den Leuten bei Lookout sowie allen Forschern, die bei dieser Aktion beteiligt waren. Hier zum Abschluss noch ein paar nützliche Links, wo es alle Details gibt für die Sicherheitslücken, die ausgenutzt wurden, was genau Unterschied ist bei 32- und 64-Bit-Systemen. Also wenn ihr interessiert seid, dann schaut euch das an. Ich denke, das war's. Wir können jetzt also zu den Fragen übergehen. Okay, please keep it brief. We only have some minutes left for the questions. And if there are any questions, please go to the microphones in the hall. Also macht bitte schnell, wir haben nur noch wenige Minuten für die Fragen. Bitte geht zum Mikrofon. Es geht zuerst um den vom Signal Engine. Und die Frage ist, gibt es irgendwelche Möglichkeit, Programme zu bauen, sodass sie davor geschützt sind? Ja, das ist möglich, weil Pegasus verwendet einige der bekannten Techniken für Jailbreaks. Es kann manchmal so Gegenangriffe starten. Zum Beispiel ist die Systempartition als lesunschreibbar eingehängt. Das heißt also, man kann das erkennen, um zu erkennen, dass ein Jailbreak auf dem Gerät läuft. Oder man kann nach bestimmten Dateien schauen, die Pegasus verwendet. Aber wirklich, es macht mehr Sinn, generell nach den Kernel nach Patches abzusuchen, wie sie für JPEGs charakteristisch sind. Das Publikum wird jetzt nochmal gebeten, ruhig zu sein, bis die Q&A vorbei ist. Frage von Mikrofon 3 ist, was merkt denn der Benutzer, während das alles passiert? Also du meinst, wenn das Gerät von Pegasus infiziert wird? Also das Angsteinflößende ist ja gerade, dass es gibt wirklich kein Anzeichen, dass irgendwas passiert ist. Man klickt auf einen Link, der Webbrowser öffnet sich und schließt sich und crasht und das war's. Es gibt keine neuen Anwendungen, die man in der Liste der Anwendungen sehen kann, nicht zu sehen zumindest. Aber im Hintergrund laufen jetzt drei neue Systemdienste, die aber nicht dem Nutzer sichtbar sind. Gibt es noch eine Frage vom Internet? Weißt du, ob dieser Exploit tatsächlich auch benutzt wird in der wirklichen Welt? Die Frage wird nochmal wiederholt, weil sie nicht richtig verstanden wurde. Also ich bin mir sicher, dass das sehr gezielte Angriffe sind. Diese Art von Sicherheitslücken, von Exploits ist sehr teuer. So eine Art von Remote Jailbreak kostet so ungefähr $500,000. Wenn man den kauft. Das heißt, die Autoren dieser Spionage-Software werden vermutlich nicht diese Malware allen zur Verfügung machen. Die werden also wahrscheinlich für sehr spezifisch auf bestimmte Ziele zugeschnittene Angriffe verwendet. Es ist schwierig zu sagen, wie viele Geräte von Pegasus infiziert wurden. Also es geht davon aus, dass es sehr, sehr spezifisch ist für bestimmte Angriffsziele, weil es sehr teuer ist. Herzlichen Dank. Die nächste Frage kommt von Mikro 5 und es geht darum, hast du irgendwelche Informationen über die Gruppe, die dahinter steht, oder benutzen die auch weitere Software? Ist das verbreitet? Also wir haben uns hier fokussiert vor allem auf die technischen Details, aber Citizen Lab hat auch die Gruppe hinter NSO weiter untersucht. Das ist eine Art digitaler Waffendealer. Und da kann man in den Citizen Lab Bericht sich anschauen, da gibt es dann die ganzen Details zu der Untersuchung. Do we have a question from the internet? Dann ist die Frage, ob es noch eine Internetfrage gibt oder aus dem Raum. Nein, dann war es das. Herzlichen Dank. Es gibt Applaus für den Sprecher. Wir waren Ralf und...